macht er richtig gut. Schulmäßig. Super Kopfball. Tolles Tor, Buschi. Ja, da zeigt er, was er kann, Wolf. Gutes Timing. Klasse gemacht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, dass man nochmal genau wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Das war für ihn Tor Nummer 2. Hier nochmal dieser Treffer. The bar and in. Yeah, spectacular, isn't it, when that happens? Keeper, no chance. And that's a goal well worth analysing again. Oh, he's loving it, the manager. He's seeing his team playing really well, just what he was asking. Deflected behind for that. In goes the corner. Rice! And this is a goal! We talked to the players beforehand and they were a little bit apprehensive, but no apprehension out on the pitch with this performance and promotion surely now for the taking. Well, you've got to admire the way they've approached the task. They've been confident, they've been positive and never really looked in doubt, this result. It was a move to make your mouth water. Great goal. Well, you've got to want to head the ball, Martin, and this player did and certainly attacked that corner with a lot of desire. Ozil. Royce. Royce! Royce! And it's a goal! Well, that's a landmark for any player, Martin. 50 goals for his club and not a bad one at that. Really couldn't miss from there. Well, the keeper had no chance. Let's have another peek at that goal. Oh, he's loving it, the manager. He's seeing his team playing really well, just what he was at. Macht sein zweites Tor heute, ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Super Schusstechnik hier von Reus, ein starkes Tor. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung, was für ein Tor. Der Blick auf Arsène Wenger am Spielfeldrand, der ist hochzufrieden, das ist genau das. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Da macht er sein zweites Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich. Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Are playing well. Their superiority increased really with this goal. Well, you can only see more goals coming their way, the way they played. Well, it's a goal worth replaying over and over again, isn't it? Well, it's great when a plan comes together and the manager doubly delighted with the way his team are playing. A goal of top class really here. Well, he could hardly miss that from the right wing. That was a perfect delivery. And they got their reward for it. Well, it's a good ball in and the way he's lost his marker there. It's a really smart finish. Well, it's great when a plan comes together and the manager doubly delighted with the way his team are playing. Well, he's doubled up here with his second goal and he took it in excellent style, just like the first one. You can see a slightly different viewpoint on it. And it goes via the underside of the bar, always looks special. Well, maybe a little bit of luck there, but he's hit it hard and true and got his reward. Well, he's doubled up here with his second goal and he took it in excellent style, just like the first one. Well, let's take another look at the goal. Goal really takes your breath away. It's come in from a long way out, and from that angle, it's not always easy to finish. Defender's caught out by it in the end. Well, full marks for the way he lost his marker there. Good movement in the box.